Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 22 von der Hof Bergmann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe jetzt gestern auch hier das Rapsfeld zu Ende angesehen. Dabei festgestellt, hier oben ist so eine kleine Ecke. Ihr seht das, ich habe die jetzt hier rund gemacht. Da werde ich gerne noch mal ein bisschen Landarbeit betreiben. Und hier unten bei der Ecke bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich die tatsächlich nicht auch rund mache. Ja, weil das so ein bisschen irgendwie eine tote Ecke, da kommst du so schlecht rein. Mal gucken. Fahrgassen, ja, macht Sinn. War gestern richtig mit dem Anliegen. 21 Meter, das heißt 10,5 Meter eine Seite, 10,5 Meter andere Seite. Logischerweise. Und ich muss jetzt tatsächlich, ich habe das hier eingetragen. Ich habe hier schon das Feld geändert, ne? Das heißt, wir haben jetzt Raps drauf. Ich würde gerne nach dem Raps Mais pflanzen wollen, sodass wir auf der 12 dann häckseln können. Nächste Season. Und wir haben jetzt schon gekalkt. Mulchen nicht notwendig, noch nicht. Pflügen nicht notwendig. Walzen ist notwendig. Kommen wir gleich zu. Gülle habe ich jetzt schon einmal ausgebracht. Wird aber definitiv, das kann ich hier schon mal ändern, wird aber definitiv, ja, ist richtig so, nächstes Jahr auch nochmal gemacht, also im Frühjahr, ne? Striegeln ist aktuell noch nicht notwendig. Das Unkraut wächst zwar, aber ich weiß nicht, wie sich das über den Winter verhält. Ob das den Winter überlebt oder nicht. Vielleicht, ja, ich setze mal Striegeln auf notwendig. So, und Steine haben wir erledigt. Spritzen ist noch nicht notwendig. Na, vielleicht gehen wir mit dem Striegel rüber. Aber was jetzt wichtig ist, ist Walzen. Und da habe ich mir vom Meier eine Walze besorgen lassen. 6,2 Meter. Eine Rasol Toro. Ich denke mal, die reicht. Ja, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die Güttler. Aber ganz ehrlich, wir können auch die nehmen. Die Güttler wäre zwar bis auf 8 Meter erweiterbar, 6,2 Meter reicht mir vollkommen aus. Und ich will jetzt auch nicht mit den schweren Schleppern aufs Feld. Das heißt, ich gehe jetzt nicht bei mit dem Fendt, mit dem großen oder mit dem Nasenbär, sondern wir nehmen den etwas kleineren Schlepper. Da habe ich auch noch was, muss ich euch zeigen. Gleich, also, ne, übrigens, nur kurze zur Info. Kurze zur Info. Ja, moin. Nur kurz zur Info. Der Brunz ist wieder da. Wer den Kalk-Mineraldüngestreuer von Vertex Design gerne wieder haben möchte, seit gestern auf dem Mod-Hub, hat mit Kalk 12 Meter Arbeitsbreite und mit Mineraldünger 24 Meter. Reicht auch, finde ich. Ne? Der ist jetzt wieder da. Ich habe den hier auf dem Hof für Kalk tatsächlich, weil der aufgesattelte ist mit Kalk ein bisschen schwer und es ist gezogen, ist ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr Druckverteilung auf dem Feld, ein bisschen gleichmäßiger. Und dann nehmen wir einfach nur den aufgehangenen für Mineraldünger, falls wir brauchen, oder ansonsten verkaufe ich den. So, was wir jetzt aber machen, ist erstens mal, ich mache mal hier das Tor auf. Denn wir fahren mit der Walze hinten raus, ich will nicht die Hauptstraße, ne? Aber über Nacht machen wir die Tore hier zu, aber mal gucken. So. Denn ich habe hier uns noch einen GTA auf dem Hof geholt, tatsächlich. Und zwar einen schönen 380er GTA Turbo. Und der hat Stoll-Frontlader. Ich habe ihm jetzt den Stoll Super 1 verpasst. Es hängt aktuell aber noch zwei Kabel in der Luft, warum auch immer die nicht mit andocken. Wahrscheinlich sind die Attacher Points nicht gesetzt, das kann ich aber nicht. Warte ich einfach auf ein Update. Gibt es seit ein paar Tagen bei Forbidden Mods. Müsst ihr mal gucken, hat auch volle Simple IC Unterstützung. Unter anderem kann man hier, ich mache mal kurz das an, damit ihr das seht. Ihr könnt hier auf jeder Seite die Kotflügel ein- und ausblenden. Ihr könnt hier unten die, wenn ich da rankomme. Da war es gerade. Aber wir machen das anders, dann seht ihr das besser. So. Das war hier, genau. Einmal die Unterlenker. Die könnt ihr hiermit auch hochklappen, theoretisch. Oder ihr könnt sie ganz entfernen. Ich habe sie jetzt ganz entfernt. Ich habe auch Kotflügel mal abgelassen, weil der eigentlich ja nur als Hochschlepper dienen soll. Jetzt für die Walze werde ich den mal auf den Acker bringen.
Und dann werden wir mal gucken, dass der seinen Job erledigt. Leider muss man dazu sagen, leider ist er noch nicht schaltbar. Ja, also man hört zwar, wie er so richtig schön... So, können wir es mal machen. Ja, genau. So passt das. Das vorne lassen wir zu. Ah, nee, können wir auch anlassen. So. Na, man hört, wie er schaltet, aber er ist noch nicht manuell schaltbar. Ne? Das heißt also, mein Schaltgetriebe ist aktuell noch nicht nutzbar. Ich weiß auch nicht, wie man es einträgt. Ne? Also, keine Ahnung. Der 6930 ist nicht weg. Den behalte ich noch als Allrounder. Erstmal. Ne, wir haben zwar den 900er als starken Schlepper. Wir haben den 600er, den Nasenbär, als auch starken Schlepper, nur halt ohne Fronthydraulik. Dementsprechend ist das Ganze da ein bisschen anders zu handhaben mit dem. Ne? Das heißt, der ist so mehr für die Arbeiten, wo er keine... wo er keine Frontgeschichten machen muss, etc. Dafür ist der eigentlich ganz gut geeignet. Ne, das passt. Und der Fendt, der GTA, ist eigentlich mehr so der Ballenverlader am Hof, etc. Und jetzt gerade für die Walze denke ich mir, er hat ein bisschen weniger Druck auf dem Feld. Ne? Der 600er ist schwer. Der 900er ist schwer. Und da denke ich, dass der GTA doch deutlich leichter ist. Auf dem Acker. Deswegen nehmen wir den mal zum Walzen. So. Jetzt sagen wir bitte dran vorbei. Das ist geil, wie der sich vorne neigt. Ne? Das ist jetzt mal aufgefallen. Der ist richtig schön gelagert, finde ich. Na, gucken wir mal, haben wir hier noch Boden? Da. Richtig geil. Nicht so starr, ne? Nicht so, dass der jetzt irgendwie rumbuckelt, sondern richtig schön, wie er sich hier den Bodenunebenheiten anpasst. Gefällt mir richtig gut. Hier kann man es vielleicht nochmal sehen. Durch Zufall gesehen. Bei Forbidden Mods reingeguckt, den gesehen und mir gedacht, Mensch, das wäre doch was für ein Hof. Ne, weil ich kenne ihn ja. Es gab den, glaube ich, im 19, da gab es den GTA ja auch schon. Ne, gut, dass die beiden Schläuche da jetzt hängen. Ja, ich könnte jetzt auch umswitchen auf eine Hauer-Konsole vorne oder eine Quicke ist, glaube ich, auch konfigurierbar. Dann wäre das nicht der Fall. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, da kommt garantiert noch ein Update. Wahrscheinlich kommt auch noch eine richtige Stoll-Konsole dafür. Ich habe jetzt einfach mal die genommen, die ich habe. Ich habe noch dieses Stoll-Frontlader-Pack. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob die attached. Ne? Weil ich dachte mir einfach, zu dem GTA passt vielleicht die Super 1 ganz gut. So. Mal gucken. Natürlich, dadurch, dass wir jetzt September haben, ist natürlich hier mein Raps dementsprechend schon gewachsen. Ja, normalerweise wäre der noch nicht so hoch, wie er ist. Warte mal, die Dings habe ich aber... Das ist eh erste Wachstumsphase, ne? Fahrgassen kann ich natürlich jetzt beim Walzen nicht benutzen, ne? Mit 6 Metern. Ich fahre nun mal die Fahrgassen so gut es geht durch bis an der anderen Seite und dann fahren wir da quer, hätte ich jetzt gesagt. Also sprich GPS an und dann sollte das laufen.
So. Hat eigentlich gedacht, dass wir vielleicht das Walzen noch vor dem Wachstum erledigt bekommen. Aber ist halt, ne? Dadurch, dass wir. Der August hatte noch einen Tag und der restliche Jahr hat ja jetzt drei. Oder ich will ja auf drei Tage pro Season. Deswegen ist das ja hier schon gewachsen. So, lass uns mal. So dürfte es eigentlich passen. Dann machen wir mal den und. Oh. Kein GPS. Ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Dann machen wir das Ganze halt ohne GPS. So, sollte eigentlich, ich weiß gar nicht, sieht man das eigentlich auf der Karte? Ne, Walzen sieht man nicht auf der Karte, okay. Eigentlich ist das ja so die Wachstumsphase, wo ich tatsächlich auch mit der Walze rüberfahren würde. Ja, es ist ja quasi, normalerweise, wenn die Pflanzen ganz jung sind, mit der Walze rüber. Und dann quasi, um die Frucht oder die Pflanze an sich zu beschädigen, um dann dadurch das Wachstum anzuregen. Also quasi, wenn man jetzt mal von Getreide ausgeht, wir haben jetzt hier Raps, aber wenn man jetzt mal von Getreide ausgeht, ne, ich sage jetzt mal, ein Saatkorn bildet drei Triebe als Beispiel. Und dann erhofft man sich mit dem Walzen, dass sich fünf Triebe bilden. Ja, so durch das Beschädigen, dass sich noch zwei zusätzlich bilden. Das ist ja eigentlich so der Hintergrund des Walzens. Deswegen ist eigentlich jetzt die Wachstumsphase hier ideal fürs Walzen. Weil das jetzt genau dem entspricht, wann man eigentlich walzen soll. Fahrgasse sein, ne? Muss ich mich nämlich hinterher nur noch um das Unkraut kümmern. Man sieht, ja, ihr seht das auch, das Unkraut wächst gerade in den Fahrspuren und nicht in der Frucht. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen zu früh, um hier wirklich mit dem Striegel reinzugehen. Aber ich glaube, wenn ich noch warte, dann ist es vielleicht zu hoch. Also ich hoffe, dass es jetzt über Winter vielleicht sich dazu entschließt, aber dass wir das Zeug halt weg, also dass das Unkraut nicht weiter wächst. Ne? Aber ich glaube. Ich glaube, das wird nicht. Ich meine, zur allerletzten Not fahre ich mit der Spritze rein. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so das Ding. Aber wenn ich es vermeiden kann, na mal gucken. Ich muss gleich mal kurz in der Übersicht gucken. Ich glaube, ich müsste auf der Übersicht auf jeden Fall sehen, wo ich jetzt schon war, ne?
So, warte mal. Noch mal kurz einen Blick werfen. Und hier sehe ich das, glaube ich, nicht, ne? Doch, muss gewalzt werden. Guck mal, hier sagt er zum Beispiel nur... Nee, doch, muss der ganze... Zählt das nicht mehr? Unkraut in den Fahrgassen, alles klar. Moment mal, zählt das gerade gar nicht mehr? Bin ich jetzt gerade Schikram hier? Hier steht, muss gewalzt werden. Das funktioniert mir gar nicht mehr mit dem Walzen. Okay. Also ich sehe, dass der Stickstoffgehalt fast stimmt. Der pH-Wert stimmt. Stickstoff, das heißt, wir fahren im Frühjahr noch einmal hier mit Gülle drauf. Und er steigern den Ertrag dann auf 89%. Ertragspotenzial, also 6,3 Tonnen pro Hektar. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, das Walzen bringt noch was. Ja, in dem Falle kann ich die Walze ja jetzt wieder zuklappen, ne? Das bringt mir ja gerade gar nichts. Schiete. Okay, nee, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Das wäre ja nur unnötige Bodenverdichtung, die wir ja verhindern wollen, ne? Oh. So ein Schickkram. Ich hatte jetzt echt gedacht, das bringt uns noch was. Verdammt. Was machen wir jetzt? Na gut, in dem Falle lassen wir mal das Rapsfeld sein. Und kümmern uns um die Wiese. Und um das Ausbringen auch der... Wobei... Moment. Wir haben im Moment ja... nur Unkraut in den Fahrgassen. Ich bin gerade am Überlegen, ob es Sinn macht, die Fahrgassen zu striegeln. Wobei auf der anderen Seite stört uns das Unkraut in den Fahrgassen ja auch überhaupt nicht, ne? Hä? Hallo? Was denn? Die Knopf doch gar nicht berührt, Mensch. Ich denke, überlegen, ob ich nochmal kurz über die Fahrgassen mit dem Striegel jagt, ne? Auf der anderen Seite muss das Feld wahrscheinlich im Frühjahr sowieso komplett gestriegelt werden. Wobei ich eher davon ausgehe, bei der Wachstumsrate, dass das eher dann gespritzt werden muss. Zumindest das Rapsfeld hier, ne? Nee, gut. Dann werden wir uns erstmal um unsere Wiese kümmern. Die muss gemäht werden. Dann muss auf jeden Fall noch die anderen Felder angepflanzt werden. Ja gut, wir haben auf jeden Fall was zu tun, ne? Sagen wir es mal so. Gut, liebe Lüden, ich würde sagen, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.